Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus-Simulator. Dankeschön, Kollege, dass du mir durchs Bild fährst, liebe 170. Ist egal. Ja, wir befinden uns weiterhin auf der Karte Ruhr auf H2 und fahren heute die Linie 178 hier vom Ruhrau mit der ZUB nach Wimbach-Friedensplatz. Und das Ganze machen wir weiterhin mit einem Kollegen aus dem Connecto-Paket. In dem Falle ist es ein dreitüriger Kollege, also nur mal ein Solobus heute. Und vor allen Dingen ist das einer mit Morphy-Soundpaket-Modifikation, in dem Falle mit einem 926er Motor im Heck und einem dazu gescheitenen Void-Automatik-Schaltgetriebe. So, und bevor es hier wirklich viel weitergeht, machen wir mal das Türchen hier vorne auf. In der Hoffnung, es möchte jemand mit. Dann gehen wir mal schnell in den Bus rein und starten selbigen. Dann mache ich mir noch die Pfeile an, dass ich weiß, wo ich hinfahren muss. Dann setze ich mich nochmal gerade hin. So, und dann würde ich fast sagen, Gang einlegen. Hier kommt niemand mehr. Obwohl, wir haben noch einen Augenblick Zeit. 33 geht es los. Ich mache einfach mal die Türe schon mal zu. Und dann rolle ich mal einen kleinen vor. Vielleicht möchte ja doch noch jemand mit. Aha, hat sich also doch noch umentschieden, die Sache. Dann einmal einsteigen, bitte. Guten Tag. Hallo. Hallo. Sehr schön, dann... Aber jetzt geht's los. So, jetzt lassen wir noch den Kollegen hier vorbei. Und dann fahren wir los. So, einmal in die Anforderung gestellt und dann wird es auch gleich grün. Oh, hoffentlich haben wir genug Platz gelassen, dass der Kollege rumkommt oder aber wir die Möglichkeit haben, vor ihm zu fahren. Das machen wir dann auch. Schauspielhaus. Dann einsteigen und aussteigen bitte. Beziehungsweise erstmal einsteigen. Hallo. Hallo. Einen normalen Fahrschein. Manfred möchte einen Fahrschein haben. Das sind 2,80, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Zack. 80. So, das sind 3 und 5. Danke auch. So, alle drin. Dann geht's weiter. Weiher.
So, wie wär's denn mal mit Grün jetzt für uns? Dankeschön. Guten Tag. Hallo. Guten Tag. Guten Morgen. So, einmal an die Ampel rollen, da sie ja noch rot ist. Obwohl, da rollt ganz schön zügig hier, der Kollege. So, nun mal abbiegen. Na, ich sehe schon, das wird nichts mehr mit abbiegen. In der Zwischenzeit können wir mal kurz in den Vorkastraum schauen. Machen wir ein bisschen Licht an. Ja, eigentlich ist es hell genug. Fenster habe ich auch alle schon geöffnet, dass gut gelüftet wird, der Bus. Ja. Jetzt sind sie ja doch noch weggefahren. Ja, ist egal. Beim nächsten Grün sind wir dann auch mit dabei. Hallo, Kollege. Johannes Rauplatz. Dann bitte hereinkommen. Guten Tag. Mahlzeit. Guten Tag. Hallo. Einmal kurz bitte. Kurzstrecke, das ist glaube ich hier der zweite. Ja, Türen kann ich zwar schließen, aber ich muss noch kassieren. 1,70 bitte. Danke. Oh, mal bitte. Ist das uselig hier. 2,80. Danke. Danke. Hallo. Hallo. Morgen. So, alle drin, ne? Kurzstrecke bitte. Kurzstrecke, 1,70 bitte. Danke. Danke. So, haben wir's jetzt. Hallo. Guten Tag. Einmal Tageskarte bitte. Tageskarte. Das sind die 7 und 10. So, damit ist auch das Grün weg, was wir hier hatten. Moment, 30, 50, 8 und Dankeschön. 10, bitteschön. So, jetzt haben wir sie aber, okay. Dann machen wir das jetzt auch und ab mit uns. Oh.
Allee. So, dann einmal einsteigen, bitte. Die Eisentag. Hallo. Mahlzeit. Guten Morgen. Was möchtest du haben? 2,80, bitte. Mach mal Dalli mit dem Ticket. Ist doch schön dabei. Bitteschön. Guten Tag. So, ihr macht euch rein hier. Dasselbe nochmal. 2,80. Guten Tag. Hallo. Danke auch. Cool. Kleingeld. So, alle drinnen jetzt hier. Los. Guten Morgen. Morgen. Hallo. So, haben wir es jetzt. Ich befürchte fast, der Solo ist hier zu klein. Westring. Jetzt sehe ich keine Ampel mehr. Da räumen wir noch ein Stück vor. Jetzt sehen wir sie. So, einmal grün bitte. Danke. Hier. Ja, Entschuldigung, aber ich hatte grün und der fährt. Finde ich nicht in Ordnung. Westring. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Hallo. Morgen. Ich hätte gern eine Kurzstrecke. Kurzstrecke sind 1,70 bitte. Danke. Danke. So, kriegen wir jetzt eine Anforderung hier oder eher nicht? Es leuchtet ja. Na, jetzt wird's rot. Okay. Das kann ich dann jetzt knicken hier. Ja, abbiegen darf ich. Ich muss aber nach links. Da muss ich also jetzt auf das nächste Grün warten. Okay. Wie voll ist denn der Bus? Oh, mittlerweile ist er ganz schön voll, der Kollege hier. Wie gesagt, Fahrplan steht Solo. Da wird's grün, neben uns ist nichts, dann dürfen wir auch fahren. Ja, ich denk's auch, dass du mich mal rumlässt, hä? Nee, du fährst mal jetzt nicht rein. Das ist jetzt nicht dein Ernst. So, jetzt müssen wir hier richtig schön rum. Jawohl, so. Und das nächste Mal wartest du bitte, ja? Umsteigemöglichkeiten zum Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn. Da wird hoffentlich der Bus ein wenig luftiger. So, jetzt haben wir eine Minute mittlerweile auf der Uhr.
bis vor kurzem konnten wir die Null noch halten. Na, schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt Richtung Wimbach. Da kommt keiner und nimmt dir die Vorfahrt. Na, dann fahren wir auch rum hier. So, dann mal ein klein wenig die Spuren geben, den Guten hier. Es geht ja nur geradeaus. Und dann wird die nächste Ampel rot. Ich liebe es. Ja, dann ist es so. Oh, wir hätten eine Spur rüber gemusst. Aber jetzt haben wir es hingekriegt. Gut, so, dann einmal zum Hauptbahnhof, bitte. Da kommt ein Kollege rausgefahren. Hallo. So, wir müssen einmal ringsrum. Hauptbahnhof. Sie haben Umsteigemöglichkeiten zum Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn. Nee, wir sind erst Hauptbahnhof noch. So, dann einmal aussteigen bitte. Morgen. Hallo. Nee, das stimmt nicht. Kriegen wir das? Zurückgesetzt. Hauptbahnhof. Sehr schön, das hat doch geklappt. So, und weiter geht's gleich mit uns. Da ist frei, von da ist auch frei. Mist. Ja, wenn es passiert, dann passiert es richtig. Es tut mir leid, Leute. So, Bus müsste ich jetzt auch abstrapazieren lassen. Machen wir gleich an der nächsten Haltestelle. Bis dahin fahren wir mal so. Klingt komisch, das gute Stück, ne? So, dann einmal Bus reparieren und da kriegen wir, ach du liebe Zeit, wie viele Minuten drauf geknallt. Ist ja nicht mehr schön. Sie haben Umsteigemöglichkeiten zum Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn. Anderthalb Stunden haben wir jetzt draufgekriegt. Sehr schön. Wir fahren es trotzdem weiter. Ja. Da
Doch, hier halt. Momentchenscanner, warum sehe ich denn das so spät? Hauptbahnhof. Sie haben Umsteigemöglichkeiten zum Regional- und Fernverkehr der Deutschen Bahn. Nee, das stimmt nicht. Wir sind... Hochfeldstraße. Genau, da sind wir. Hallo. Hallo. Meister, guten Tag. Bist du spät? Komm ich zu spät auf die Maloche? Ich weiß. Tut mir echt leid dafür. So, wie sieht's denn aus da hinten mit Türe zu? Jetzt. Jetzt dürfen wir. Wasserturm. Hallo, sorry, ich bin ein wenig zu spät. Ich hoffe, ich bekomme meinen Anschluss. Wegen ihm kriege ich meinen Termin also nicht mehr. Dann holt mich das nächste Mal meine Mama ab, nicht sie. Schön, wie ihr euch beschweren könnt. Okay, ich sehe es ja ein. Verteilungszentrum. Hallo. Guten Tag. Och, was war denn das jetzt wieder? Och, Mensch, Leute, das ist jetzt nicht euer Ernst. Diese blöden DAF-LKWs. Nun ist es ganz vorbei. So, nun hoffe ich kriege meinen Bus noch einmal repariert. Noch einmal massig obendrauf. So, Türe zu. Komme ich an dem Bus, an dem LKW irgendwie vorbei, ohne dass er mich noch mehr erwischt. Nee, das wird nichts mehr. Na, gucken wir uns die Sache mal an. Ja, ich hänge hier voll im Gebüsch. Nee, da komme ich nicht mehr raus. Okay, da müssen wir uns jetzt mal was anderes... Weil ich kann den Bus leider auch nicht umsetzen.
Nee, ich komme hier nicht raus. Ach, Moment. Oh ja, ich komme raus. Dann raus mit uns. Oh Mann, also jetzt wird's richtig heftig, aber wir hoffen mal. Nee. So, jetzt hängen wir wie viele Minuten? Ich will es gar nicht wissen. Halt, ich muss hier abbiegen. Naja. Okay. Also wenn es immer schlecht kommt, dann kommt es richtig schlecht. Und mir ist der LKW hinten reingefahren. Ja, das sind die DAF-LKWs. Die habe ich schon in Krefroth geliebt. Wenn die einmal reinfahren, dann ist richtig böse alles. ...196 Minuten, also über 3 Stunden Verspätung mittlerweile. Aber es sitzen noch Leute in meinem Bus, das ist schon mal viel wert. Oh Mann, das gibt wieder ein nicht so schönes Video. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem bis zum Schluss noch dran und schaut euch das auch an. So, grün. MZ Eschenberg. Doch, sind wir richtig. Eschenberg. So, und hallo. Wir kommen ja viel zu spät. Ja, ich weiß. Viel zu spät. Hey, hallo. Guten Tag. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Da macht die Tür wieder nicht zu. Ich hab doch keine Zeit mehr. Ich hab schon 3 Stunden Verspätung hier. Naja, 3 Stunden später S-Bahn. Ich hoffe, dann passt das wieder in etwa. Unfall? Ja, ich weiß. Der LKW ist mir reingefahren, nicht ich ihm. So, jetzt tun wir aber hier nicht übermäßig heizen. Wir versuchen trotzdem die Linie vernünftig zu Ende zu fahren. Hier ist unsere Haltestelle oder hier vorne? Hier. Na dann, einmal aussteigen bitte. Oh, Kollege. Okay, du fährst da rein. Sehr schön. So, und jetzt einmal wenden die ganze Sache. Kriegen wir hier eine Anmeldung? Sehr schön. Nee, das Grün war noch grün.
dem mache ich mal Platz, bevor der mir wieder reinfährt. Ja, ist gut. Ich bin auf der Hauptstraße, ich muss trotzdem gucken hier. Fischerstraße. So, aussteigen bitte. Hallo. Guten Tag, wir sind ja viel zu spät. Ich weiß, dass ich viel zu spät bin. Wo ist denn die da, die da, da? Ist die wieder hinter uns? Nee, ist er nicht. Hallo. Guten Tag. Hallo. Oh nein, jetzt komm ich. Immer normal. 2,80 Manfred, bitte. Danke. Danke. Der Kollege, der hält hoffentlich an. Ja, der hält an. Okay. Da ist frei, da ist nicht frei, der biegt ab. Hoffentlich fährst du einen vernünftigen Bogen, ohne mir reinzufahren. Na, ja, das ist doch direkt mal vernünftig. Da kommt noch ein LKW. Wo willst du hin? Du wartest extra? Wahrscheinlich auf das Kind. Dann fahre ich mal ganz schnell raus. Ja, ich hab's geahnt. Ja, ihr könnt gleich aussteigen. Grenze Heidhausen. Dann einmal aussteigen, bitte. Hallo, Kollege. Friedensplatz. Diese Fahrt endet dort. Bitte alle aussteigen. Na, da haben wir das Ziel dann auch irgendwie doch noch erreicht. Mit Hängen und Würgen.
Ist denn noch jemand drin? Nein, wir sind mittlerweile alleine. Schade. Oh, der Benzi hat's auch eilig um die Kurve gehabt. Eieieiei, was fahr ich denn für einen Bogen hier? So, wird aber ein Schuh draus. So, Mensch, also man merkt schon, die Luft ist raus, wir haben es gleich geschafft. Und dann mache ich erstmal eine Pause. So, na, bis die sich ausmehren, bleibe ich mal hier stehen. Mal sehen, ob die Ampel noch grün bleibt und ich fahren kann. Jetzt fahren sie. Kann ich auch noch fahren? Es ist grün. Es ist noch grün. So, was ist mit dem Gegenverkehr? Der hat auch noch grün. So, jetzt darf man. Das passt auch. Und da sind wir schon mal in Wimbach. Wir haben es geschafft. 3 Stunden 16 Minuten zu spät. Und das zieht sich eigentlich ab dem Ruhrau Hauptbahnhof voll durch. Und am Wasserturm haben wir nochmal richtig drauf gekriegt. Ja, schade, schade, schade. Okay. Was ist denn jetzt los? Egal. So, jetzt gehen wir erstmal raus hier aus dem guten Stück. Und dann mache ich erstmal die Abmoderation. Ja, das war eigentlich die Hintour der Linie 178 vom Ruhrau ZUB, nee, vom Ruhrau Mitte ZUB hierher nach Wimbach zum Friedensplatz mit diversen Unfällen und schrecklichen Fahrmanövern. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, das ist kein gutes Video, das gebe ich ehrlich zu. Und ob es gefallen hat, überlasse ich euch einmal. Mir hätte es wahrscheinlich weniger gefallen. Ich hoffe trotzdem, dass ihr im nächsten Video, wenn wir die Rücktour fahren werden, dann wieder mit dabei seid. Bis dahin sage ich erst einmal Tschüss.